wenn das Leben nur aus Machtspielen, Unterwerfung, Demütigung, Schmerz, Unterjochung und dergleichen bestünde, wäre es vielleicht noch zu ertragen. Aber der Automatismus des Überlebenwollens führt dazu, dass die Menschen allmählich zu Mitteln der Hinterlist, des Verrats, des Betrugs, der Finden und vor allem dieser Starrheit, Erstarrung aus Angst, Panik, aus erlebten Schmerzerlebnissen, diesen sukzessiven Erstarrungen in Selbstverkennungen, in Selbstillusionierungen, in Vorwänden, in sich selbst was vormachen, in sich Anschein geben und so weiter. Nichts anders wissen, als dennoch zu überleben. Und damit wird das Leben unerträglich. Alle die großen Begriffe Liebe, Vertrauen, Glaube werden Friede, Freude, Eierkuchen werden hochgehalten, um das Gegenteil, um die Finden zu propagieren. Ich erinnere mich, einmal eine Schwester gehabt zu haben, verspielt wie eine hoffnungsvoll junges Katzenbaby. Aber ich glaube, sie ist, als ich 18 war und ich sie etwa 16, an der ersten Lüge, an der Wiederholung des Proton-Pseudos verstorben und ist heute nur noch eine starre Hülse ihrer selbst, die nur noch einen schematischen Theatertanz tanzt.